Boah, krass gemacht, ey. Geht echt außen vorbei. Ja. Oh, da hat sich gerade einer weggedreht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten richtigen Ligarennen in der VTM Liga. Ich zeige euch das Ganze wieder aus meiner VR-Perspektive auf den Hockenheimring und wünsche euch viel Spaß. Unfall auf Position 2. Okay. Ja, da kommt er. Dieser Zenga-Pfiffen oder wie der heißt. Ich geh jetzt rein. Scheiße. Ja,
Boah, krass gemacht, ey. Geht echt außen vorbei. Boah. Gott. Hinter mir ist Mark. Wir kämpfen um Position. Ja, also, weil ich habe gerade die anderen überrunden lassen. Ich komme jetzt Eingang Motordrom. Sag mir dann, wo ich dich vorbeilassen soll. Ganz wichtig, lass Mark nicht gleichzeitig durch. Ja, mach ich. Ich kann dir ja Windschatten auf der Geraden geben. Oh, hab ich ein Glück. Mark wäre im DRS-Fenster gewesen, aber hat einen Fehler gemacht. Okay. Komm einfach links dann vorbeigezogen, wenn es geht. Okay, ich überhole dich vor der Spitzkehre links. Ja. Ah, sorry. Ja, macht nichts, der hätte mich sowieso bekommen. Bis zum Ende bitte nicht mehr reden. Oh Gott. Mark wird mich hassen. Ich hoffe, euch hat das Rennen gefallen. Für mich war es auf alle Fälle super aufreibend. Ich war nach dem Rennen richtig fertig. Irgendwie konnte ich mich nur auf die 7. Position qualifizieren, was ein bisschen langsamer war als beim Testlauf vor ein paar Monaten. Ja, am Ende bin ich noch irgendwie 4. geworden. Ich muss sagen, ziemlich glücklich. Von der Pace her, wie ihr es hier gerade auch seht, hätte ich den Platz eigentlich nicht verdient. Mark hätte mich wahrscheinlich auch in der nächsten oder übernächsten Runde noch aufgeschnupft. Von der Pacer wäre er auf jeden Fall ein Podiumskandidat. Ja, ich habe nach dem Rennen mitbekommen,
dass sein Qualifying vom Server geflogen ist und dadurch von ganz hinten starten musste. Echt schade für ihn, weil er richtig, richtig schnell war. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Falls ja, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Oder schreibt mir was in die Kommentare. Ihr könnt mir auch auf den anderen Social Media Plattformen folgen, die ich euch hier mal einblende. Ich sag dann ciao und bis nächste Woche wieder auf den Hockenheimring. Euer Rooney. Bye bye.